Dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Auswärtsspiel auf dem Betzenberg. Da will natürlich jeder gerne mit dabei sein. Einer hätte es aber fast nicht mehr geschafft. Lottes Trainer Nils Drube wurde heute Nacht Vater seiner ersten Tochter. Herzlichen Glückwunsch dazu. Er reiste später an, kam aber rechtzeitig zum Anpfiff. Und deswegen verpasste er auch nicht in der 15. Minute den ersten Angriff der rot gekleideten Gastgeber des 1. FC Kaiserslautern. Das ist Dominik Schatz. Und er ist fast drin. Aber da war doch noch einer mit der Hand dran. Lottes Kapitän Adam Strafe nämlich, aber er zieht die Hand eher weg. Deswegen richtige Entscheidung vom Unparteiischen, hier keinen Strafstoß zu geben. Die erste Halbzeit gehörte fast nur den Lautern. Von Lotte nichts zu sehen. Wir sind allerdings schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und da ist Gino Fechner. Und das ist 1-0 für die Lauterer. Tolle Vorlage von Hendrik Zuck. Das hatten sich die Gastgeber auch verdient, diese 1-0-Führung. Denn sie waren die klar spielbestimmende Mannschaft. In den ersten 45 Minuten Lotte ohne einzige ernstzunehmende Torchance. Das sah dann auch Nils Drube in der Halbzeit so. Es musste sich was ändern. Bereits zur zweiten Halbzeit hatte er sein Wechselkontingent komplett ausgeschöpft. Aber es ging trotzdem genauso weiter in der zweiten Halbzeit. 48. Minute. Einfach mal lang von Hesel auf Kühlwetter. Der macht das richtig gut. Christian Kühlwetter. Aber tolle Parade von Steve Kroll. Der Kaiserslauterner Youngster nicht mit seinem vierten Tor im erst dritten Profi-Einsatz. Weiter die Roten Teufel, 63. Minute. Das ist Timmy Thiele. Der hing ein bisschen in der Luft, aber dann diese Hacke. Und dann diese Hacke von Bergmann. Und da ist wieder Zuck. 2-0 für den FCK. In der 63. Minute das erste Saisontor für Hendrik Zuck. Aber zum Genießen die doppelte Hackenvorlage. Timmy Thiele und Theodor Bergmann mit dem No-Look-Hackenpass auf Hendrik Zuck. Der Ball ist dann noch abgefälscht von Michael Schulze, aber bei so einer Vorlage, da darf beim Abschluss auch gerne mal ein bisschen Glück mit dabei sein. Es rührte sich lange dann nichts mehr. Die Lauterer verwalteten diese Führung. 87. Minute schon. Jan Löhmannsröben wird hier gelegt vom eingewechselten Dennis Rosin. Ein Aufschrei auf den Betzenberg. Und ja, diesen Elfer hätte man schon geben können. Auf der Strafraumlinie. Der Fuß geht raus von Rosin. Löhmannsröben hebt aber auch sehr theatralisch ab. Vielleicht gab es deswegen keinen Pfiff. Die 88. Minute mal die Lotteraner. Matthias Rahn mit dem Kopfball an den Pfosten. Großes Glück für den 1. FC Kaiserslautern. Sie hatten ja in den letzten Wochen viele Punkte kurz vor Schluss und in der Nachspielzeit verspielt. Sollte sich das heute etwa wiederholen. 92. Minute, zwei Minuten also drüber. Nochmal die Sportfreunde mit dem eingewechselten Chato. Wieder der Pfosten und da ist Jeroen Alhazameh auch eingewechselt und tatsächlich der Anschlusstreffer für die vollkommen harmlosen Lotteraner. Treffer hätte nicht zählen dürfen. Sehen wir hier am unteren Bildrand steht Alhazameh beim Schuss von Chato im Abseits. Also beginnt jetzt tatsächlich wieder das Zittern für den FCK. Nee, heute nicht. Direkt danach war nämlich Schluss. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt mit 2-1 und das auch hoch verdient. Den einzigen Vorwurf aber in Anführungsstrichen, kann man machen, dass wir das nicht früher haben entschieden. Das hätten wir ja früher entscheiden können. Aber wir haben in den letzten Wochen viele Tore geschossen. Mir ist es jetzt unter Strich auch mal scheißegal, dass es nur 2-1 ist. Alles okay und ich denke, dass die Mannschaft in einer guten Verfassung ist. Ja, ich glaube, wenn man sich unsere Spiele jetzt in Köln anschaut, in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen und auch gegen Jena, dann hat die Mannschaft unheimlich viel investiert in diesen Spielen. Ist absolut an ihr Limit gegangen. Und ich glaube, dieses Quäntchen Frische, was man einfach braucht, um diese Meter zu machen und auch die Räume zu bespielen, das hat heute definitiv gefehlt. Schöner Abschluss trotz der Niederlage auch für die Sportfreunde. Am Schluss gab es ein Erinnerungsfoto der Mannschaft mit den Fans, die heute zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit einem Sonderzug angereist waren. Ja, und die Lauterer, die durften feiern mit ihren Fans vor der Westkurve. Der FCK klettert immer weiter nach oben in der Tabelle in Liga 3.